So, herzlich willkommen zurück zu My Test. Ich würde erstmal gerne eine kleine Aufstellung machen, was wir jetzt an Materialien brauchen. Wir haben hier unsere komische To-Do-Liste. Da haben wir ja schon ein paar Sachen draufgeschrieben. Gut, das brauchen wir jetzt. Ach, ich hatte sogar schon geschrieben. Ah. Achso, ja, hatte ich aber, genau. Da hatte ich zwar schon draufgeschrieben, wie viel wir jeweils brauchen, aber nicht, was wir für Materialien wir dafür brauchen jeweils. Das heißt, genau das würde ich jetzt gerne erstmal gucken. Dafür nehme ich aber natürlich mal mein, also nicht das Let's Play Spielversion, sondern meine fürs Lokale, also für, wenn ich privat, leck mich am Arsch. Weil das ist ein bisschen fester los. Es wäre jetzt fürs Let's Play vielleicht ein bisschen nicht so geil. Was? So. Ich hoffe, richtigen Server? Ja. Aber ich kann dazu das Fenster ein bisschen so verschieben, dass ihr zumindest alles seht. Das heißt ungefähr so hier oder so. Ich weiß gar nicht, bis wohin geht die Aufnahme. Geht das bis dahin oder bis dahin oder bis dahin? Ich lasse einfach. Ich einfach so. So sieht ihr auf jeden Fall alles. Perfekt hin. Ich mache einfach bis hier. So. Na komm, mein Test. Nur meine. So, denn wir brauchen wahrscheinlich eine ganze Menge Materialien, gerade für diese Mischmetallplatten oder wie die Dinger da hießen. Da, alleine dafür brauchen wir schon ordentlich Ressourcen. Ja, die Anlage funktioniert jetzt mittlerweile endlich einigermaßen gut. Klappe da hinten. Ich muss gucken, wie ich das später mit den Zentrifugen baue. Weil, wenn ich das so richtig gelesen habe, dann braucht man, um eine komplette Zentrifugenanlage zu bauen, was ja, keine Ahnung, wo ich noch nicht genau weiß, wie es funktionieren soll, da muss man mir irgendwie jemand mal eine Schematik senden, wie das dann ungefähr so verbunden wird, weil ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wie ich die Sachen mit der Pipe verbinden soll, sodass es wirklich automatisiert jeweils in die richtigen geht. Keine Ahnung. Ja. Vor allem brauchen wir, wie gesagt, 42 Zentrifugen, wenn ich jetzt gerade richtig im Kopf habe. Das Problem ist, wenn alleine eine schon 6000 zieht, ne? Leichte Rechnung, 6000 mal, ich sage jetzt mal, 40. Ja! Nein. Da brauchen wir die Solaranlage, die wir oben haben, 80 mal. Mindestens. Also 240 MV Solarzell-Dingerbums da, um die dann in Echtzeit antreiben zu können. Das wird nicht funktionieren. Definitiv nicht. Jetzt bin ich mal kurz am Überlegen. Ich stelle mich gerade ein bisschen dumm an. Ah, genau. Wir wollten gucken, was wir hier für Ressourcen brauchen. So, wir brauchen also. Ist das nicht genial, wenn man einfach mal zwischen den Fenstern wechseln kann? Mein Test, mach was. Mein Gott. Ich habe auch schon im Forum geschrieben, ne, dass ich jetzt endlich mal das möchte, dass ne, vielleicht für die nächste Version denn. Dass man, wenn man jetzt im Vollbildmodus ist, dass man quasi zwischen Vollbild und Fenstermodus einfach wechseln kann. Das kann jedes billige Scheißprogramm. Guck mal, selbst X-Terminal, ne? Das einfachste Programm der Welt. Kann das. Bam. Vollbild, normal. Vollbild, normal. Warum kann das meintes nicht? Fick die Henne. Und vor allem, dass wenn man im Vollbildmodus ist, die ganzen Systemtasten funktionieren. Also man raustappen kann. Alt F4 funktioniert zu beenden und all das, was jedes Programm kann. Außer mein Test. Ja. So, genug upgraded. Wir wollen gucken. Leadblock, da brauchen wir wahrscheinlich einfach nur Blei. Die Frage ist, wie viel? Ja, das habe ich schon fast gedacht. War das hier? Genau, Leadblock. Da brauchen wir tatsächlich 9 mal für einen kompletten Block, also was auch verständlich ist irgendwie. Ja, das heißt, wir brauchen gut 800 Blöcke. Richtig, ganz richtig? 900, 800, irgendwie. Ach komm, Taschenrechner.
Wir brauchen eine ganze, ganze Menge. 96 mal 9. Okay, 860. So. Wie habe ich das jetzt am besten? Man ist ja kreativ. So, 864 Lead, also Blei. Alter, wir werden niemals 900 mal Blei finden. Das könnt ihr vergessen. Ich meine, wir haben viele Bereiche gefunden, wo, obwohl doch, Blei kommt relativ häufig sogar vor. Gerade in den großen Höhlen haben wir Blei sehr häufig gefunden. Das könnte also vielleicht doch machbar sein. Aber ist ja noch lange nicht das Ende der Fahnenstamme hier. So, explosionsbeständiger Beton. Und da fängt es nämlich an. Denn das hier braucht nämlich diese komischen Verbundsplatten. Die Dinger hier. Und das wird scheiße heftig. So, fangen wir mal leicht an. Also 5-mal ist 5-mal das hier. Und 5-mal das hier ist auch ganz schön teuer. Achso, kriegen wir aber mal 6 Stück raus. Das heißt, wir brauchen quasi für 3 Blöcke, brauchen wir einen so einen Stahlstab. Bei 3 Blöcken, wie viele Blöcke haben wir denn jetzt überhaupt? 216. 16, 0, 3. So, sind 72 mal Steelbar. Achso, na gut. Kann ich gleich direkt gucken, was ich dafür brauche. Das ist nämlich 6 mal Eisen. Okay, also wieder quasi einmal halbiert. Ach komm jetzt. Wären also 36 mal. So, dann brauchen wir. Muss ich wieder zurückgehen? Genau so. So. Ah, ne. So. So, genau. Dann brauchen wir 72 mal Kies. Ich will immer hier hinten hinwechseln. Genau dahin. 72. Guck mal, wo. Weil wir gerade so schön im Englischen sind, warum auch immer. So. Dann brauchen wir, was ist Reed-Zement. Gut, ich mache erstmal irgendein Sand. Also 72 mal Sand. So, und dann brauchen wir 108. 72 mal 1,5. Alter. 72 mal 1,5. Doch, 108, genau. Komischen, oh Gott, dunkelgrauer Farbstoff, wollt ihr mich verarschen? Ich schreibe das erstmal so auf, da müssen wir dann gucken. So, damit haben wir schon mal den ganzen Beton, den wir brauchen, richtig? Genau. So. Dann verspeichern wir das erstmal. Dann brauchen wir jetzt für diese Verbundplatten und die werden nämlich richtig scheiße teuer. So, wir haben erstmal einen Umrechnungsfaktor von 5 zu 4. Okay, 5 zu 4. Das heißt 216 durch 5 mal 4. Also 103, ist auch egal. So, das Ganze müssen wir dann nochmal durch 9 rechnen, weil wir kommen hier mal gleich 9 Stück raus. Genau, wir brauchen hier immer 1 und bekommen aber immer 9 Stück raus. Das heißt, wir können das nochmal durch 9 teilen. Durch 9. Das heißt, wir brauchen das Ganze, das was hier abgebildet ist, brauchen wir jetzt insgesamt 20 Mal. Das heißt, wir brauchen, was bist du? 60 mal Edelstahl. Gott, wie schreibt man Edel? Was heißt Edelstahl auf Englisch? Ach, Stainless Steel. Ach Gott. La 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 la.
Wenn man es zum Kacken ist. So. 60 mal Bronze. Nein, ich will nicht. Das da. Also die Sachen ist tatsächlich sogar relativ. Das sollte eigentlich kein Problem sein, sowas herzustellen. Also, ne, 60 Mal jeweils klingt sogar machbar. Bronze. Ja, ich schreibe einfach Bronze. So, und dann Zinn. 60 Mal Zinn. So, bam, fertig. Genau. Das alles müssen wir sammeln. Alleine für die Außenschicht. Ist tatsächlich doch überschaubar. Ich dachte, es ist mehr. Muss ich zugeben. Ich dachte, es ist echt wesentlich mehr. Das hier haben wir schon locker beisammen. Das haben wir auch locker beisammen. Hier muss ich gucken. Und die Sachen müssen wir quasi einfach nur einschmelzen. Edelstahl sollten wir hinbekommen. Und die Sachen hier sowieso. Aber da merkt man schon wieder, ne, für Bronze brauche ich wieder Kupfer. Wir brauchen also definitiv irgendwann wieder Kupfer. Wir müssen definitiv Kupfer sammeln. Und ganz viel Blei. Blei und Kupfer sind also quasi die Knackpunkte. Okay. Dann können wir das erstmal so schließen. Ja. Ich hoffe auch, ich habe nichts vergessen. Habe ich was vergessen? Nö, alles, genau, alles. Genau, dann haben wir das Ding, haben wir explosionsbeständigen Beton und mehr gibt es ja nicht, außer halt diesen Chor, aber den blende ich erstmal komplett aus. Der wird eine separate Aktion. Das heißt, für die Außenwände, die Materialbeschaffung ist tatsächlich wesentlich überschaubarer, als ich dachte. Wir gucken einfach mal vorher schon nochmal nach, was wir jetzt mittlerweile schon haben an Materialien. Vielleicht machen wir mal eine extra Kiste, wo wir die ganzen Materialien sammeln, die wir extra für dieses Bauprojekt brauchen. Damit das quasi schon ein bisschen extra sortiert ist. Also 10.000 Kisten, aber keine leere Kiste. Wird mich verarschen? Wir brauchen noch mehr Kisten. Auch hier sieht's gut aus. Im Kühlschrank lagern, klar. Wer lagert nicht ein Blei im Kühlschrank? Das macht doch jeder von euch. So, wir brauchen Folgendes. Ich habe das Ding natürlich geschlossen. Da? Nein? Da? Ja, das ist beides das gleiche Ordner, ich weiß das, aber hier ist das markiert, was ich gerade hochlade. Damit ich mit Hochladen nicht durcheinander komme. So, Iron Ingot. Da brauchen wir gerade mal. Zu dieser Sache gucken, ob wir Sachen doppelt stehen. Edelstahl. Wie macht man nochmal Edelstahl? Edelstahl war doch einfach nur. Nee, nicht Silber. Edelstahl. Chrom, okay. Kohlestoffbarren. Ach du Kacke. So, das brauchen wir 60 Mal, ne? Genau. Ja gut, 60 durch 5, das wären halt 12. Das heißt, wir brauchen 12 mal Chrom. 12 mal Chrom. Ah, also ja, das ist ja easy. Und dann brauchen wir noch. Nein, wir brauchen noch das andere, ne? Wir brauchen dieses Kohlestoffbarren, genau. Dafür brauchen wir 48. Was? Doch, genau, 48. Also nehmen wir hier 48 mal mit. Hupsala. Ah, super, zwei für uns natürlich noch. Ach, leck mich doch. So. Wir brauchen hier sowieso auch noch was, kann ich da auch gleich mitmachen. Da brauchen wir 36 von. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. So, haben wir das auch gleich mit. Und dann brauchen wir noch, genau. Und für diese Kohlestoffbarren brauchen wir noch 48, 24 mal. Ne, halt, Kohlestaub brauchen wir 48 mal, 24 mal. Das heißt, jetzt mal gucken, wie da das Verhältnis ist. Kriegen wir mal zwei raus, ne? Halt, nein, muss ich ja grinden. Aber eben, da kriegen schon mal zwei raus. Das heißt, ich brauche gerade mal 12 mal Kohle. Wo ist denn unsere Schleifmaschine? Da ist die Schleifmaschine. 12 mal.
Dann schleif mal die Scheiße aus dem Hals. Was? So, währenddessen kannst du schon mal hier alles einschmelzen. Oh, jetzt ist noch ein Stein drin. Ja, für den Innenraum habe ich tatsächlich wesentlich weniger Stein gebraucht, als ich gedacht habe. Nice. Finde ich voll in Ordnung. So, Schleifmaschine ist fertig. Und jetzt kommt der Ligierofen. Da kommst du und du rein. So. Achso, zweimal brauche ich ja noch. Perfekt. So, damit haben wir das schon mal. Ist also das hier schon mal abgeschlossen. Wisst ihr, wer braucht Word oder Excel? Man kann auch Tabellen super mit Textdateien erstellen. So, das haben wir. Das muss ich noch holen. Das haben wir jetzt auch. Gleich. Sobald der mal fertig ist. Siehst du, wie war das jetzt eigentlich? Edelstahl muss ich die... Achso, auch wieder hier reinschmeißen. Ne? Dann haben wir unsere 60... Doch, genau. Müssen wir genau 60 rauskommen. Ja. 60 mal Edelstahl. Dann haben wir das schon mal abgeschlossen. Gott, braucht der lange, ey. Aber wie schön, dass wir quasi alles hier machen können, ohne die Batterien anzutasten. Einzige Ausnahme ist unsere Zentrifuge. Dass die aber so scheiße viel Energie braucht, Alter, ist... Achso, siehst du, wir können gleich mal dich hier noch abfertigen. Selbst mit dem Ding zusammen verbrauchen wir weniger, als wir haben. Ist das nicht genial? Ach, herrlich. So, der ist fertig. Sehr schön. So, dann kommt jetzt du und du. Dann haben wir unsere Edelstahlbarren. Da brauchen wir bloß noch Bronze. 60 mal. Wie war Bronze nochmal? Weil da gibt es ja zwei verschiedene Verhältnisse. Einmal 8 zu 1 und einmal 2 zu 3. Und hier war es 7 zu 1. What? Ach lol. Auch wieder im LOL? Ah, okay. Die alten Rezepte wurden natürlich hier komplett ausgelöscht quasi. Zugunsten von diesem Ligierofen. Ist das aber trotzdem noch Kupfer? Genau, Kupfer und Zinn. Das heißt, wir brauchen... Nee, das lässt sich nicht gerade teilen. 60 durch 8 geht nicht. 60 durch 8. Das heißt, wir brauchen 7,5 mal 7. Spaß. Also 8 mal 7, also 42. Nein. Ah, nein. 56? Bin ich jetzt blöd im Kopf oder was? 8 mal 7. Ja doch, 56, genau. 56 mal... Genau, 56 mal Kupfer. Was? Ich hab... 56 mal Kupfer. Ach, wir haben sogar schon ein bisschen Bronze. Ja, wie gesagt, Kupfer ist definitiv unser Nadelöhr. Da brauchen wir definitiv noch mehr. Und Blei habe ich hier gar nicht drin, oder was? Oh doch, ein Stack mit 8 Stück. Wow. Ach ja, weil ich das ja damals für die Batterie immer gebraucht habe. Ja gut. Dinger gibt's, die gibt's gar nicht. So, wie sieht's hier, sind mittlerweile fertig hier? Ja. So, jetzt muss man erst kurz gucken. Achso, halt, was waren das andere? Zinnbarren. Ja eben, Zinn brauchten wir ja auch noch, ne? Zinn brauchen wir, genau, Zinn brauchen wir auch noch 60 Stück. Das sollten wir aber zusammenbekommen, weil von Zinn haben wir massig. Zinn, haben wir echt massig. So, die kannst du, können wir gleich in den Ofen reinknallen hier. Ich mache einfach mal alle. Ich mache mal erstmal. Ach komm. Jetzt überlegen. Legierungsofen ist da. So, das heißt, wir brauchen Bronzebarren. Wie viel brauchten wir? 56. Nein. Ach so, 60. Genau, ist ja schon fertige Bronze. Das heißt, wir brauchen bloß noch 48.
18. Hä? Ja, mein Hirn ist schon wieder komplett am Abrauchen. Also wir brauchen 38. Genau. Das heißt 38. Gott, Alter, ey. Gut, 38 kann man aufwendig durch 8 teilen, also 40, also 5 mal. Brauchen wir also noch 5 mal 7, 35 mal Bronze, Kupfer. So, 2 haben wir schon, 35 brauchen wir noch. Du brauchst eine Sendepause. Was habe ich jetzt gesagt? 35 mal, genau. 2 haben wir schon, also brauchen wir noch 33. Nein, da. Reine mit dir. So, und dann brauchen wir auch noch 5 mal Kupfer. Mein Zinn. So, genau, dann können wir die ganzen in den Legierofen reinschmeißen. Ach ja. Holy moly. Das ist aber echt schon ne? Schon eine Hausnummer, was wir hier gerade machen. Aber dafür wird es auch hoffentlich gut. Sonst kriegen wir noch 40 Stück dazu. Dann haben wir quasi 62 mal Bronze. Gott, braucht der lange. Na gut, okay, kommen auch immer gleich 8 Stück mit einmal raus. Ist also logisch, dass er etwas länger braucht. Ach ja. Schön. Schön, schön, schön. So, dann haben wir jetzt unsere 36 Stahl. Unsere 60 Edelstahl, unsere 60 Bronze. Und ich bin noch verhungern. Alter. Stirb halt nicht gleich. Genau, ist alles leer. Unsere Bronze haben wir auch 60 mal und Zinn müssten wir auch noch dabei gehabt haben. Genau. Cool, haben wir also die ersten Sachen schon paletti. Wie lange geht die Folge schon? Schön, wenn man einfach hier direkt durch die Fenster switchen kann, ne? Wo denn jetzt? Da. Wir haben angefangen 44. Ach, da habe ich auch noch viel Zeit. Ganz viel Zeit. Wieso habe ich für 44 angefangen? Wer weiß. Auf jeden Fall haben wir 44 angefangen. Wir haben also noch viel Zeit. Also genug Zeit, um nochmal ins Lager zu gehen und uns schon mal auch das Gravel und den Sand bereit zu packen. Vorher gucken wir mal, was wir hier noch drin haben. Hier haben wir weder noch. Okay. So, wo wollten wir das reinpacken? Hier, ne? Ja. Ich würde es gerne in der Reihenfolge reinpacken, wie ich es hier auf der Liste habe. Okay. Dann halt nicht. So. 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 Weil 800 mal Lead passt hier sowieso nicht rein. Von daher. So, brauchen wir noch Gravel und Sand. 72 mal jeweils. Vorher mache ich mal ganz kurz meine Tasche leer. Du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein. Hat ich noch mehr Kupfer gemacht? Wir hatten nur noch mehr Kupfer, als wir brauchten. Oder sowas. Oh, so. Ja, ich habe hier einfach zu viel reingemacht. 2 zurück. Und 8 zurück. So, jetzt passt das Ganze. Ich wollte gerade sagen, wir hatten noch einen Überschuss gemacht. Weg da, weg da. So. Wenn wir gerade schon mal hier beim Aufräumen sind, brauchen wir mal ein bisschen Platz, ein bisschen Ruhe. Ach, ups, meine Spitzhacke ist noch unten in dem Ding drin.
Oh, wir haben hier nur noch einen Fleck von. Lol. Na gut. So, das heißt, der Rest kann ins Lager. Und dafür kommen die Sachen, die wir brauchen, also Sand und Gravier, also Sand und Kies oder Geröll. So, muss eigentlich alles weg sein, genau, perfekt. So, 72 mal Gravier und 72 mal Sand. Für welchen Sand haben wir am meisten? Okay, nehmen wir halt einfach den normalen Sand. Davon haben wir eher am meisten. So, so, du kommst da rein. Du kommst da rein. Und fertig ist das Ganze. So, was wir noch gucken müssen, ist wie diesen Zement. Ne, wie diesen feuchten Zement. Da müssen wir auf jeden Fall dann nochmal in der nächsten Folge dann anfangen, mal zu gucken. Aber wie geil, wir haben jetzt quasi schon alles fast beisammen. Das heißt, die einzige Tour, die wir machen müssen, ist Blei. 900 mal Blei. Nicht, dass das jetzt einfach wird, aber. Es ist machbar. What the fuck? Dass sie sich aber direkt zu mir teleportieren muss. Was ist los mit der? Mit ihm. So. Komm mal runter. Hier gibt's was zu glubschen. mit diesen lilanen Stiefeln da einfach. Weißt du, man könnte auch eine komplette Attenrüstung tragen, aber nein, Stiefel reichen aus. Ich meine, technisch gesehen ja, aber optisch würde es halt besser aussehen, wenn man gleich eine komplette Rüstung trägt. Fehlt nur noch das AKW. Aber die Ressourcen habe ich auch fast. Außer das Blech, wie gesagt, ne? So. Genug rumgeführt. Genau, das heißt, gucken wir mal ganz kurz, was brauchen wir jetzt alles? Beziehungsweise, ich mache jetzt mal Folgenpause. Nächste Folge machen wir wieder im Vollbildmodus, ganz normal. Und dann gucken wir mal nochmal, was wir für diesen feuchten Zement brauchen. Bis gleich. Ha, Alt F4 und es ist einfach weg. Einfach weg. Jetzt bin ich geil. So, das hier nochmal aktualisieren. Bam und bam haben wir auch. Es sind bloß noch die beiden Sachen hier. Nice. Nice. Na dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.